Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FC24 mit meinem Team hier bei Heisenberg. Zack. So, wir haben 2:0 gewonnen gegen Gladbach. Allerdings, ich glaube in den letzten 10 Minuten die beiden Tore geschossen und noch einen Elfmeter verballert und dann aber noch einen reingemacht. Zweimal eigentlich eher ein fragwürdiger Elfmeter, muss man sagen. Also da haben die Gladbacher auch Pech gehabt. Jetzt spielen wir gegen Frankfurt, aber wir gehen erstmal zur Post. Wir haben hier Folgendes. Nationalmannschaft Island, nein. Ronny Weber hat vom ausgeglichenen Trainingsplan nicht profitiert. Auf Leistung würden wir da gerne. Ronny Weber. Hier, das müsste er sein. Ach, ein Torwart. Okay. Gehen wir hier mal auf Leistung. Okay, haben wir gemacht. Einmal diesen. Und dann hat der gute Christian noch mal ein paar Spieler rausgesucht. Da möchte ich schnell gucken, weil wir müssen uns jetzt dann schon langsam mal umsehen, auch nach Spielern. Das sind alles Außenverteidiger. Ich muss sagen, da haben wir eigentlich kein Problem. Aber wir gucken jetzt trotzdem mal. Das wäre der Maxim. Wie heißt er noch mehr? De Kuiper. Da haben wir einen Linksverteidiger, 24. Ja, werden wir natürlich beobachten. Anders geht's nicht. Das geht ja eigentlich immer relativ zügig, finde ich. Dass wir da Infos haben. Gut, dann haben wir den Gaston. Schöner Name. Gaston, da gibt es ein paar Gastone. Alvarez. Jawohl, auch ein Linksverteidiger, 25. Zack, beobachten. Und Transferzentrale. Sehr gut, dann haben wir das. Dann haben wir noch zwei. Und zwar haben wir hier noch den Neko. Williams, da ist er auch schon. Rechter Außenverteidiger, 23. Zack, einmal den. Danke fürs Raussuchen, lieber Christian. Das hilft natürlich schon. Gut, und der letzte ist Elias. Moment, falsch geklickt. Das X war es hier. Also Elias. Und zwar Jelert. Da haben wir einen rechter Außenverteidiger, 21. Ja, gerne. Wird nicht beobachtet. Das ändern wir. Jetzt wird er beobachtet. Gut, dann haben wir das. Dann können wir hier zurück. Wir haben... an Geld immer noch die 20 Millionen. Okay, gut. Damit können wir eigentlich schon arbeiten. Aber da müssen wir jetzt noch ein paar Leute haben, ja, die wir sozusagen aufgedeckt haben, was sie können. Wir gehen mal weiter und schauen mal. Jetzt, ich muss schon sagen, wir haben jetzt ein paar Mal natürlich Glück gehabt, tatsächlich, in den Spielen. Das wird nicht immer so sein. Ramon Salazar ausleihen. Der Kollege, ja, 16, Stärke 52. Mach mal. Das delegieren wir. Ja, machen wir aber ohne Kaufoption. Mal gucken, ob sie das annehmen. Da haben wir schön nochmal unser schönes Trikot gesehen von Fini. Wunderbar. Ja, weiter. Und gucken, da müsste doch nochmal Post kommen. Kommt auch. Forrest Green möchte Ronny Weber auch ausleihen. Okay. Beziehungsweise das, ja doch, das ist ja eben der Torwart. Wir delegieren. Machen hier auch eine normale Laie draus, damit wir den wieder zurückkriegen. Zack, einmal raus. Und dann kommen wir wahrscheinlich eh schon Richtung Spiel. Jawohl, da kommt es daher. Post. Doch, nochmal. Forderungen von Toni Schmidt. Aha. Was fordert er denn? Ach nee, Moment. Einmal falsch. Müsste den hier haben. Und dann einmal... Nee, rüber muss ich nicht mehr. Toni Schmidt ist auf uns zugekommen. Hat uns berichtet, dass sie hinsichtlich der Frage zu seinem Gehalt... Ja, jetzt ist also der mit seiner Stärke von 60. Wir können uns keine Unzufriedenheit im Team leisten. Da fällt mir noch was anderes ein. Und fordern sie daher auf, das Problem schnellstmöglich zu lösen. Ja, wir setzen den auf die Transferliste. Da haben wir ihn ja schon. Von Liste streichen. Nee, weil wir brauchen den Mann nicht. Ich möchte dem jetzt nicht unbedingt einen neuen Vertrag geben. Aber dem Herrn Becker, das wurde nämlich auch noch geschrieben, der hat, glaube ich, allen Ernstes immer noch den Vertrag über 500 Euro. Wo ist er denn? Kollege Becker? Weiter unten, allen Ernstes. Hier, da ist er. Sehen wir hier irgendwie, was der verdient? Nein, ich würde hier tatsächlich eine Vertragsverhandlung machen, auf freiwilliger Basis sozusagen, weil sonst wird der wahrscheinlich auch irgendwann unzufrieden, wenn der halt nur 500 Euro verdient. Das ist klar. Gut, gehen wir mal rein. Ich wollte eigentlich delegieren, aber das können wir auch so machen. Eine Menge zu besprechen. Okay, die Rolle. Ja, ich würde sagen, wichtig. Mal gucken, ob sie das annehmen. Sehr gut, jawohl, entspricht den Vorstellungen. Wie lange der Vertrag laufen soll. Also da würde ich glatt 4 Jahre machen, weil der ist so jung.
Gut, passt. Freigabesumme wollen wir keine. Und jetzt habe ich nicht geguckt. Gehalt 2200. Einstiegsbonus. Ja, das können wir machen. So, dann haben wir den gebunden und eben, dann sollte bei dem die Moral hoffentlich nicht irgendwann in den Keller sinken. Danke für den Hinweis. Da haben wir schon den Spieltag gegen Frankfurt. Die sind tatsächlich vor uns. Die sind direkt vor uns. Oh, das ist natürlich kein unwichtiges Spiel dahingehend. Ja, wenn wir weiter nach vorne wollen, müssen wir das gewinnen, damit wir da an Frankfurt rankommen. Mal gucken, ob es gelingt. Wie gesagt, wir hatten schon Dusel. Das muss man tatsächlich sagen. Machen wir noch ein Training? Ja. Auch wenn ich die Hälfte von den Trainings nicht hinkriege, das ist mir tatsächlich egal. Wir machen nochmal ein Schusstraining. Das hier. So, das ist wieder mit irgendwie so halb hoch und dann irgendwie die Dingens da treffen. Genau, mal gucken, ob ich es hinkriege. Ging auch schon. Ja, es war ein bisschen zu tief, okay. Mal gucken noch, wow, Pedro, ob er es besser hinkriegt. Jawohl, müsste passen. Ich glaube, ich war noch drin. Halt, nicht die Bömmel umrennen, das war die Stärke. Oh, schön, das war die Stärke tatsächlich von Herrn Kleindienst. Jo, das habe ich gerade in der letzten Sekunde noch hingekriegt, okay. Ja, klappt doch soweit. Sehr gut. Das ist natürlich, ja, eben, man trainiert halt. Warum trainiert man? Damit man es irgendwann hinkriegt. Der ging zwar zwischendurch, war aber trotzdem die richtige Höhe. Jetzt haben wir den Torwart noch. Wow, das war ein Pfund. Da kann der Torwart nicht viel halten. Ist wieder Lund im Tor? Wow, was für eine Granate. Okay, Fähigkeiten erhalten. Powerschuss. Ja, ich will ja keinen Powerschuss. Das habe ich schon mal gehört. Das ist mir zu unrealistisch. Das interessiert mich tatsächlich nicht. Aber eben, wir haben da teilweise Lund im Tor. In den Trainings. Also da habe ich mich auch gewundert. Gut. Gehen wir weiter. Und gehen ins Spiel rein. Schau mal, Kollege Wetter. Bewölkt. Mhm. In Frankfurt das Ganze. Das ist unser Team. Ja, und damit werden wir jetzt antreten. Ja, Frankfurt in klassischen Rot-Schwarz. Das passt so. Wir im Weiß. Wir gehen rein. Ziel 3 Punkte, aber ich betone gerne nochmal, wir hatten in den letzten 2-3 Spielen Glück. Also das kann auch sein, wenn uns jetzt das Glück verlässt, was ich natürlich nicht hoffe, dass wir da tatsächlich Probleme kriegen. Jansen mit 3 Toren in den letzten 3 Spielen, das ist sehr gut. Das gefällt mir natürlich, er ist auch torgefährlich, das wissen wir noch aus der letzten Saison. Gut, wir spielen von rechts nach links in den weißen Trikots. Ich wiederhole das Ziel gerne nochmal. Jawohl! Der Kollege Rowe wieder mit seinen Dribblings. Oh, und dann ein guter Pass hier tatsächlich auf Jansen. Ja, da sind zu viele Füße im Weg. Schade, er hat es halt mal versucht. Ja, aber das war schon... Also Rowe ist halt dermaßen beweglich, dass tatsächlich auch die Dribblings halt relativ gut funktionieren. Ja, viel zu weit raus. Komme ich auch nicht ran. Aber da hat... Oh, Fischer hatte die Kugel. Jetzt aufpassen. Der Konter... Oh, reingerutscht. Hat aber nicht geklappt. Aber Chavez hat den Ball. Jawohl, wechsel mal. Sehr gut. Sehr gut. Becco geht da durch. Ja, macht er stark. Oh, da ist wieder ein Fuß im Weg. Schade, aber ich denke, über den Flügel ist nicht so die falsche Idee. Lauf mal, Rowe. Du hast Power. Jawohl, macht er stark. Oh, jetzt hat er sich aber verdattelt. Das ist natürlich dann auch immer gefährlich. Oh, da müsste ich doch ankommen. Gerutscht bin ich. Ja, jetzt Herr Fischer. Ne, jetzt muss der Kollege aufpassen. Oh, zum Glück verzieht der. Okay, also die erste richtige Chance tatsächlich für die Frankfurter, nicht für uns. Hat er schön gemacht, den Ball nochmal rübergezogen, aber das mit dem Schießen hat dann zum Glück doch nicht ganz geklappt. Aber immerhin schießt er. Und schiebt nicht. Wir haben ja das Problem, dass unsere Jungs gerne den Ball einfach schieben. Keiner weiß warum. Jawohl, gut, direkt Spiel. Ja, macht er stark, Luis. Sehr gut. Schickt dann Becker. Der kommt schon wieder in den Strafraum rein. Gut gemacht. Ah, wieder ein Fuß im Weg. Aber gut gemacht von Becker. Da ärgert er sich. Weil er wollte natürlich nicht eine Ecke, er wollte eine Torsituation haben. Tecato mit der Ecke. Schon wieder eigentlich zu weit raus. Und wir kommen wieder nicht an den Ball. Haben die Kugel aber nochmal. Oh, stark vom Tecato. Jawohl, geh hinten rum auf Becker. Oh, und Becker dann mit dem Schuss allerdings verzogen.
Ja, da ist er auch nicht zufrieden. Das ist ganz klar. Da sehen wir es nochmal. Ja, mit dem Außenriss erwischt. Da fliegt der Ball natürlich am Tor vorbei. Aber ich glaube nicht, dass er das wollte. Er wurde da noch bedrängt. So, kommt, wir brauchen die 3 Punkte. Wir wollen nach oben wieder uns nach oben orientieren. Ja, Rowe ist da gut unterwegs. Ja, dann kommt der weite Ball, aber den müssten wir haben. Den haben wir auch. Und stark von Chavez, wie er da den Ball sich schnappt. Becker, mach mal. Ja, da kommt er nicht durch, da muss er tatsächlich nochmal. Oh, das war ein Pass nach dem Prinzip Hoffnung. Der hat komplett nicht funktioniert. Aufpassen. Ja, das war klar, dass der Ball da hinkommt. Jetzt wird er ihn rüberschieben. Oder selber machen. Oh, geht er drauf. Oh, das war wieder ganz schlecht von der Abwehr. Da muss Frank wieder eingreifen. Zum Glück haben wir einen guten Torhüter. Ja, kurze Ecke. Da bin ich ein Freund von beim Gegner. Dann fliegt der Ball nicht einfach in den Strafraum rein in aller Regel. Oh, zu spät gerutscht. Oh, nee. Wie gefährlich war das denn? Da kommt er frei zum Schuss. Uiuiui. Ja, das denkt sich wahrscheinlich Kollege Heise auch gerade. Oh, eine Riesenchance für die Frankfurter. Bei Frankfurt denke ich an Bruno Pezzai zum Beispiel. Oh, das war aber ein schwacher Pass. Zum Glück hat es dann doch noch geklappt. Oh, nicht so. Ich wollte aber auch nicht so. Ich wollte auf den Flügel raus spielen. Gute Grätsche von Tecato. Kein Foul. Kommt, wir brauchen ein Tor. Oh, gut gemacht. Leider vom Frankfurt, da muss man zugeben. Herr Fischer staffelt. Und rutscht dann sinnfrei. Das kennen wir von Fischer eigentlich nicht. Und jetzt wird es hier gefährlich. Ja, und wer passt auf? Kollege Lund. Sehr gut gemacht. Ist dann auch dazwischen gegangen. Nochmal eine kurze Ecke. No, nee, doch nicht. Ja, klar, da kommt natürlich ein Frankfurter an den Ball. Aber ungefährlich. Da war die Chance vorher wesentlich größer. Da spielen, jawohl, das ist gefährlich. Da hinten das Dribbling. Ja, gut gespielt, direkt. Oh, stark von Chavez. Hat er gut gemacht. Jawohl, auch stark. Oh, da ist tatsächlich noch ein Frankfurter und macht ein Tackling und der Ball ist weg. Oh, das war stark vom Frankfurter. Ja, ich wollte nochmal zurückspielen. Okay, wir haben die Kugel nochmal. Hier ist es irgendwie ein bisschen eng. Ja, gut gemacht von Luis. Oh, stark. Macht das sehr stark. Spiel ihn rein. Jawohl, oh, zu da auf dem Torhüter. Aber gut gemacht von Luis. Luis, der Außenverteidiger ist. Das ist gar nicht sein Job, was er hier gemacht hat. Aber stark. Oh, schlecht. Haben wir. Gut, da hat Chavez wieder aufgepasst. Ja, da jetzt fängt der Herr Fischer noch an mit den Drehungen. Oh, sehr schön, der Pass auf Frank. Ja, Janssen. Oh, gut. Also die Dribblings gelingen. Nicht zu dem. Ich wollte zum anderen, der da hinten steht. Oh, Spiel echt jetzt. Okay, da haben wir Pause. 0-0. Ja, gefällt mir das, was wir hier haben. Es geht. Also die größten Chancen, die hatten die Frankfurter. Das muss man fairerweise sagen. Jemand müde? Ne, ich würde mit denen hier weiterspielen. Jetzt haben wir eine Torchance rausarbeiten. Also so richtig eine Torchance in dem Sinn hatten wir noch nicht. Gut, aber die Balleroberung, die gelingt. Lauf, Juan Pedro, du hast Platz. Guter Ball auf Becker. Der geht hier stark durch. Lauf mal rein und dann bremst er irgendwie komisch. Oh, das musste ich wieder rutschen. Das könnte sogar ein Foul gegeben haben. Wir tun uns tatsächlich schwer gegen die Frankfurter. Man sieht es relativ deutlich. Aber da hat wieder Chavez aufgepasst. Verteilt den Ball geschickt. Gut auf Becker. Jawohl, jetzt müsste einer in der Mitte sein. Da haben wir halt wieder keinen. Gute Drehung. Auch gut gemacht. Da geht es nochmal hinten rum. Wir gehen nochmal über den Flügel mit Luis. Versuchen es mit einer Flanke. Ja, da ist Robe sogar rangekommen. Aber halt auch ungefährlich. Da gibt es noch eine Karte. Ich habe es vermutet. Gegen Frau Pedro. Wir haben schon unsere besten Leute dabei. Wir haben nicht irgendwie einen Gesperrten nicht mehr irgendwie reingenommen. Nicht das, oh Gott. Nee, ich glaube nicht. Das müssten schon die Besten sein. Kommt, ein Tor reicht. Wir müssen hier nicht irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Tore machen.
Haben wir. Sehr gut. Jawohl, stark. Chavez hat Platz. Nutzt er aus. Ja, nutzt er sogar stark aus. Aber dann bremst er irgendwie wieder so komisch. Nochmal rein. Oh, was ist das denn für ein Tor, Chavez? Wurstelt sich da durch und hämmert das Ding dann rein. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit in den Rücken spielen, der Abwehr. Da war immer einer im Weg. Uiuiui, ein Wursteltor. Okay, ja, aber da sagt Chavez auch, ist egal. Psst, Ruhe. Drin ist drin. Absolut richtig. Da hat Chavez natürlich völlig recht. Da sehen wir es nochmal. So ein Tor habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Er wurstelt sich halt durch, ja. Und hat Glück, macht er mit Kraft. Mit Wille. Und dann ist er plötzlich vorm Tor. Und dann lässt er sich diese Chance dann halt nicht entgehen. Gut gemacht, Herr Chavez. Und da haben wir unser eines Tor. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir keines kriegen. Weil ich bin eigentlich mit dem 1-0 zufrieden soweit. Ja, gut gerutscht. Oh, stark gemacht. War wieder Chavez. Auch stark auf Becker. Und der wird da gelegt. Jawohl. Keine Karte, finde ich okay. War kein übles Foul. Es war halt einfach ein Foul. Das gibt es natürlich auch. Es gibt eigentlich mehr normale Fouls als gelbe Karten. Zumindest in der Realität. Ist halt die Grätsche. Ja, und er trifft dann den Ball halt nicht richtig. Das kommt vor. Das müssen wir irgendwie anders lösen. Und wenn wir den Ball zum Beispiel da hinspielen. Jawohl, genau das wollte ich. Jawohl, stark auf Becker. Spiel ihn rein. Und oh, Fuß im Weg, nochmal. Jawohl, Jansen. Jansen mit dem vierten Tor im vierten Spiel. Sag mal, werden wir zur Mannschaft, die immer ein bisschen braucht, bis sie die Tore schießt. Also ist jetzt nicht ganz so krass wie im letzten Spiel, da in den letzten 9 Minuten. Aber, ja. Gut, ist ja egal, wann wir sie schießen. Wichtig ist, dass wir sie schießen. Da hat Jansen davon profitiert, dass da der Ball abgeprallt ist. An einem Frankfurter. Und Jansen macht das natürlich geschickt aus der Drehung raus. Das musst du erstmal hinkriegen. Du musst halt wissen, was hinter dir ist. Jansen wusste es, nämlich das Tor. 2-0, sehr gut. Da können wir ein bisschen ruhiger die Sache angehen. Wir könnten vielleicht sogar den einen oder anderen Wechsel noch ins Auge fassen. Allerdings, wenn die jetzt hier natürlich Käse machen, die Frankfurter. Ja, da geht er tatsächlich in den Strafraum rein. Aber da hat der Kollege aufgepasst, ist aber noch nicht dran. Oh nö, nicht faul. Nicht jetzt hier nächstes Spiel, das interessiert niemanden. Was haben wir? Ah, faul. Ja, für uns, also ein Foul gegen uns. Ui, wilder Pass. Ja, zu wild tatsächlich. Da muss Luis ran. Macht er auch, kommt aber nicht ran. Oh, kommt hier auch nicht ran. Ich komme an jeden Ball ran. Jo. Okay, eingeschenkt. So viel zum Thema. Ich komme an jeden Ball ran, nur nicht an die wichtigen. Wir sollen wechseln. Becker, Malinowski können wir machen. Ja, dann machen wir das auch. Ja, jetzt habe ich es natürlich verdattelt. Ja, da ist viel zu viel Platz. Und dann im Prinzip ein Dropkick. Ui, die muss aber erstmal so treffen, dass der da so reingeht. Auch mit dem Außenriss. Lattenunterkante und rein damit. Schlecht. Wir gehen mal schnell gucken. Teammanagement. Mir gefällt es, war der Herr Becker. Ach, wow, Petro haben wir ja noch. Da müssen wir Aladin reinnehmen. Finde ich keine gute Idee. Becker raus und ja, dann machen wir aber Palacios rein. Weil der Herr Malinowski verlässt uns sowieso. Dann geben wir dem Herrn Palacios nochmal die Chance. Da geht er raus. War ein gutes Spiel von Becker. Ja, und jetzt haben wir wieder nur noch ein Tor Vorsprung. Das ist natürlich Käse. Da ist die Ruhe weg. Oh, gut gemacht. Jawohl, spiel ihn. Schade, da hat Max aufgepasst, der Frankfurter. Die wechseln auch nochmal. Sehr gutes Recht leider. Guter Ball. Oh, stark auf Jansen. Oh, daneben. Oh, Herr Jansen. Das Ding kannst du auch machen. Da sehen wir es nochmal. Er trifft den Ball halt komplett nicht. Wir sollen nochmal wechseln. Luis Frank. Ne, lass nochmal. Luis ist jetzt auf einer 80, habe ich gerade gesehen. Also der ist auch stärker geworden. Nochmal um einen Skillpunkt. Wow, eine 80, okay. Der ist natürlich wirklich. Aber ich bin irgendwie nicht so der Fan von ihm, muss ich gestehen. Das war irgendwie ganz schlecht mit dem Kopfball gerade. Da geht mal einer drauf. Oh, sinnfrei gerutscht.
Aber da ist der Kollege dann aggressiv, da komme ich aber auch nicht ran. Und die Frankfurter kommen hier nicht richtig aus dem Mittelfeld raus. Weil wir doch relativ gut zumachen. Gut, von Rowe. Jawohl, spielt er gleich den Ball. Ja, stark durchgegangen. Lauf, lauf, lauf. Da ist der Verteidiger fast schneller. Oh, guter Schuss. Eieiei, aber hat leider nicht gereicht, um das Ding ins Tor zu bringen. Schade, war ein schöner Angriff, denke ich. Mal wechseln, Rowe Malinowski, das machen wir mal. So, auch eine starke Partie. Und jetzt vielleicht mal irgendwie eine vernünftige Ecke hinkriegen. Denkst du? Wir sollten die Kugel aber haben. Schiri, bitte, Wade Retro. So, außenrum. Ja, Luis macht da ein bisschen auf Zeitspiel. Allerdings schön, wie er da den Ball tatsächlich behalten kann. Jawohl! Das war aber auch wieder irgendwie ein komisches Tor. Aber es ist wieder Chavez. Der macht wieder Psst, weil es gibt keine komischen Tore, es gibt nur Tore, die zählen. Und das zählt. Aber da hat er, glaube ich, den Ball nicht richtig getroffen. Gut, das müssen wir tatsächlich jetzt in trockenen Tüchern haben. Eieiei. War aber auch wieder irgendwie doch ein bisschen Gemurkse, aber ich denke, nicht unverdient. Wir waren die stärkere Mannschaft. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, der Torwart ist da halt noch halb dran. Wir sollen nochmal wechseln. Ich gucke nochmal schnell. Die Zeit gönnen wir uns, weil... Ja, Jansen. Ne, ich würde Pedro rausnehmen. Aladin rein. Chavez raus. Was haben wir denn hier noch? Zwei Innenverteidiger. Hier haben wir noch den Herrn Frank. Dann lassen wir das mal. Aber Luis schon war Frank rein. Ja, und den Rest würde ich lassen. Gut, wir spielen mit denen hier. Oder die Innenverteidigung. Moment, den Herrn Brabeck hätte ich gerne nochmal. Für den Herrn Fischer. So, jetzt aber ordentlich gewechselt. Aber wir haben hier mit 3-4 Minuten vor Schluss 2 Tore Vorsprung. Da müssen wir doch mal noch wechseln dürfen. Oder können. So, einfach konzentrieren. Ah, nee, das ist aber kein Foul. Ach, come on, Spiel. Im Ernst jetzt. Aladin 10 Sekunden auf der Bank. Auf dem Platz. Und dann sowas. Das ist keine rote Karte. Sorry, das ist keine böse Absicht. Das ist keine Tätlichkeit. Das geschieht im Kampf um den Ball. Also das ist maximal eine gelbe. Ja, aber das war wahrscheinlich jetzt der kürzeste Auftritt ever. Oh, komm, den haben wir. Spiel ihn. Oh, da ist ein Gerangel. Foul für uns. Ja, da bin ich der gleichen Meinung. 3 Minuten Nachspielzeit. Gut gespielt. Ah, da hat der Verteidiger gewittert, was ich wollte. Ja, nicht mehr rutschen, weil das gibt, je nachdem, gleich nochmal eine rote. Wenn der Schiedsrichter hier... Ja gut, da kann man. Das war gut von Frank. Ja, da haben wir es. Ja, was für ein kurioses Spiel. Also doch 3-1 gewonnen. Da sind natürlich die Frankfurter unzufrieden, logischerweise. Aber diese rote Karte, gut, Aladin, wir verkraften das natürlich. Das ist ein Mann aus der zweiten Reihe. Aber für Aladin selber, das ist eine Katastrophe. Da steht da irgendwie allen Ernstes, ja, keine Ahnung, 10 Sekunden auf dem Platz und da kriegt er für eine Grätsche. Ja, wo er den Ball nicht trifft, eine rote Karte. Ich bleib dabei, das war keine rote Karte. Definitiv nicht, aber gut, jetzt war es halt doch eine. Gut, wir gehen weiter. Und gucken mal bei der Tabelle. Wir haben Frankfurt nicht überholt, aber wir müssen jetzt zumindest rangekommen sein. Jawohl, auf einen Punkt. Auch Gladbach damit der gleichen Anzahl Punkte. Ja, und guck mal, Leverkusen mit 46, Freiburg mit 47 und dann haben wir einen kleinen Schnitt. Also hier ist noch viel drin. Nach hinten sind wir ein bisschen abgesichert. Mainz mit 37 Punkten, die sind dann doch 7 Punkte hinter uns. Und wir sind sozusagen der letzte von denen, die tatsächlich hier relativ schnell sogar bis zu 4 nach vorne kommen könnten. Sehr gut, was ist denn das nächste Spiel? Stuttgart. Die sind, glaube ich, eher weit hinten. Oh, die sind sogar die Stuttgarter und die Bremer auch. Beide auf einem Abstiegsplatz. Ja gut. Wir sind nicht dafür da, den Stuttgartern zu helfen. Wir müssen uns selber helfen. Deswegen ganz klar, wenn wir das Spiel gewinnen, dann sollten wir eigentlich wieder ein bisschen uns nach vorne orientieren können. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder zum Spiel gegen Stuttgart. Macht's gut, bis dann, tschüss!